Oh, ihr seid schon wieder fertig. Dann auf mit euch. So, die beiden werde ich dann nachher mal zu dem Bauauftrag abstempeln. Dass wir mit denen experimentieren können, während wir mit den anderen hier weiter auffüllen. Und so ein bisschen was zu tun haben wenigstens. Als enger und als höher und als darüber. Ah, guckt euch das an. Schöne gerade Flächen. Okay. Oh. Nein, nein, nein. Du dahin. Jo, das klappt. Ja, sind wir fast fertig. Die sind auch bald wieder fertig.
das bisschen hier und die letzte Ecke dann noch. Und dann sind wir in der Ecke fertig erstmal. Nein, schlechte Idee. Oh, ihr seid ja auch schon wieder fertig. Gut, dann verschieben wir das Ganze wieder. Die letzten beiden Felder, dafür muss jeder von euch einmal laufen. So, lassen wir die beiden erst die ihre Erde wieder zurückbringen, dann löschen wir das Flatten. Oder wählen einfach die beiden aus. Packen sie zu dem Bild. So, was ist dein Problem gewesen? Nicht von dem Stapel dann nehmen. Heia. Oder hei, hei, hei. Thank you.
Der Vorteil ist halt, das Bauen mit den Dingern würde schneller gehen, wenn es von dem funktioniert, weil sie bringen ja immer drei Bretter. Sie sind zwar nicht schneller mit drei Brettern als mit dem Baumstamm, aber sie können wenigstens drei auf einmal bauen. So, du sortierst jetzt mal unser Holz um. Das geht hier gar nicht so, wie das jetzt wieder aussieht. So. Jetzt mal gucken, wie wir das am besten machen. So, wenn ich dann richtig verstanden habe, sollte das dann auch die Endhöhe sein. Runter will ich. Danke.
Jo, das wird die Endhöhe dann. Also wenn da noch Erde drauf kommt. Ihr da drüben habt noch zu tun, das ist gut. Hier ist auch noch zu tun, aber unsere Steinvorräte gehen langsam immer weiter runter. Guck mal, wie viel die schon weggemöbelt haben hier, ey. Na gut, sie haben auch gut aufgefüllt hier. Und ja, ich hätte das ganz anders planen sollen. Aber sehen, irgendwie kriegen wir das schon hin. Alles auf die Höhe zu bringen. Immer diese Halbarbeiter, ey. So, stopfen wir mal den Quarry voll. Den Quarry. Da bin ich echt mal gespannt. Yeah, jetzt kommt Schlafmusik. Yeah.